Hallo zu einem neuen Video. Möchtest du deine Power BI Berichte mit Animationen hervorheben? Schritt für Schritt sehen wir uns das an einem Beispiel an, wie du das mit einem Trick machen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Als animierte Bilder empfehlen sich GIF-Dateien. Dazu habe ich uns eine Beispieldatei heruntergeladen. Und zwar diese hier. Sehen wir uns diese Animation kurz an. Wie ihr seht, bewegen sich hier die einzelnen Länder und die entsprechenden Werte dazu. Mein erster Ansatz war, dass ich nun versucht habe, diese GIF-Datei als ein Bild in Power BI einzufügen. Wenn ich das nun mache, sehen wir leider, dass sich sozusagen dieses Bild, diese GIF-Datei sich nicht bewegt und statisch ist. Nun aber verwenden wir einen Trick, mit dem es dennoch möglich ist. Ich lösche diese Bilddatei und verwende stattdessen ein Visualisierungsdiagramm, in diesem Fall ein gestapeltes Balkendiagramm, füge das ein. Anschließend navigiere ich zu den Einstellungen und zuvor muss ich noch ein beliebiges Feld in der Achse hinzufügen, beispielsweise dieses hier. Nun wechseln wir in die Formateinstellungen und kann dort im Bereich der Zeichnungsfläche ebenfalls ein Bild hinzufügen. Ich verwende dieselbe Datei und wenn ich dann noch in der Einstellung Bild anpassen auf Ausfüllen selektiere, sehen wir, dass ich nun diese animierte GIF-Datei problemlos in Power BI darstellen lässt. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!